Sie waren die ersten Lebewesen auf der Erde. Bakterien. Vor einer bis 3,5 Milliarden Jahren passierte etwas, das die Entwicklung zu höherem Leben in Gang setzte. Wie aus diesen einfachen Organismen komplexe tierische und pflanzliche Zellen mit Zellkern und Organellen entstehen konnten, das erklärt die Endosymbionten-Theorie. Alles fing an mit zwei Einzellern. Der größere könnte ein sogenanntes Archaebakterium gewesen sein, ein Urbakterium mit ringförmiger DNA. Der kleinere war ein sogenanntes Alpha-Proteobakterium. Viele heutige Krankheitserreger, die innerhalb ihrer Wirtszellen leben, gehören zu dieser Klasse von Bakterien. Möglicherweise hat die größere Zelle Wasserstoff als Energiequelle genutzt und das kleinere Bakterium Wasserstoff freigesetzt. Der größere Einzeller verschluckte den kleineren und holte sich damit den Wasserstoffproduzenten ins Haus. Der kleinere, also der Untermieter, bekommt dadurch eine zweite Membran. Die innere stammt vom Untermieter, die äußere von der Wirtszelle. Im Laufe der kommenden Millionen Jahre verlor die aufgenommene Zelle nach und nach ihre Eigenständigkeit. Viele ihrer Gene waren für das Leben als Untermieter nicht mehr erforderlich und gingen daher im Laufe der Evolution verloren. Ein Teil der Gene wurde sogar in das Erbgut der Wirtszelle eingebaut. Das einverleibte Bakterium entwickelte sich zum Zellorganell, einem Mitochondrium. Im Laufe der Evolution haben die Mitochondrien die Energiegewinnung perfektioniert. Sie stellen der Wirtszelle nicht mehr einfach nur Wasserstoff zur Verfügung, sondern den wertvollen Energieträger ATP. Sie sind die Kraftwerke der Zelle. Schließlich bildete die Zelle einen Zellkern und verpackte ihre DNA darin. Als nächstes nahm sie ein Cyanobakterium in sich auf. Cyanobakterien können Photosynthese betreiben, also Sonnenlicht und Wasser in Sauerstoff und Energie verwandeln in Form von Zucker. Ein großer Vorteil für die Wirtszelle. Aus den Cyanobakterien wurden die Chloroplasten der Pflanzenzellen. Auch diese einverleibten Bakterien verloren mit der Zeit große Teile ihres Erbguts. Tatsächlich hat das Bakterium mehr als 95% seiner Gene an den Zellkern abgegeben. Einen kleinen Teil auch an die Mitochondrien. Nur ein paar Gene sind auch den umgekehrten Weg gegangen. Aus dem Zellkern in die Mitochondrien. Die Chloroplasten hingegen sind offenbar resistent gegen Genimporte. Sie haben bislang keine Gene aufgenommen. Es gibt zahlreiche Indizien, die für die Endosymbiontentheorie sprechen. Da ist zum einen die Doppelmembran der Mitochondrien und Chloroplasten. Zum anderen lassen sich im Kern von allen heutigen eukaryontischen Zellen Gene nachweisen, die ursprünglich von Proteobakterien stammen. Chloroplasten wie Mitochondrien wiederum besitzen ihr eigenes Erbgut in Form eines DNA-Rings und vermehren sich durch Teilung, genauso wie Bakterien. Und Endosymbiosen sind keine Seltenheit. Sie haben im Laufe der Evolution immer wieder stattgefunden. Häufig sind einzellige Algen miteinander verschmolzen. Aber auch höhere Organismen nutzen Einzeller für sich. Die Meeresschnecke Elysia chlorotica zum Beispiel hat ebenfalls Einzeller aufgenommen. Sie kann dank der Chloroplasten der Alge Vaucheria littorea Photosynthese betreiben. Die Endosymbiose, eine raffinierte Strategie der Evolution.